So, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Tennis World Tour. Falls ihr noch nicht das letzte Let's Play gesehen habt, dann hole ich euch einfach mal kurz ab. Wir sind hier im Orca Open von Vancouver im Januar in unserer ersten Saison, haben auch schon das allererste Spiel gewonnen. Leider haben wir das Exhibition Game nicht gewonnen. Aber auf jeden Fall machen wir hier jetzt direkt weiter bei diesem Sieg. So, wir kriegen nochmal einen Archepunkt. Und in der Turniergruppe sind wir jetzt weiter und spielen gegen Carter. Ich werde jetzt nicht diesen Archepunkten da verteilen, sondern direkt weiterspielen. Wenn wir hier jetzt gewinnen, dann würde ich auf jeden Fall vor dem Halbfinale nochmal durch die Erfahrung und so das mitnehmen. Aber starten wir direkt das nächste Spiel. Ah, sauber. Sauberer Schlag. Nee, da waren wir leider nicht schnell genug. Sauber von ihm. Wirklich sauber. Dass er den da noch bekommen hat. Und aber auch sauber von mir, weil der war wirklich auf der Linie. Out. Puh, Glück gehabt. wirklich Glück gehabt, weil es sah so aus, als würde er noch kurz vor der Linie landen. Sauber! Wir sind hier richtig in der Führung gerade. Richtig in der Führung und wir versuchen das auch weiterhin jetzt zu halten. Damit wir einfach mal richtig gut in diesem Turnier vorankommen. Je besser wir natürlich hier performen in unserem ersten Monat, haben wir einen riesen Vorteil für unsere nächsten Monate. Jawohl, wir haben ihn komplett außer Fassung erwischt. Er hatte keine Ahnung, dass wir nach hinten spielen wollten. Er ist sogar nach vorne gerannt ans Netz. Das war knapp. Das war richtig knapp, aber wir müssen jetzt hier mal wieder in die Kontrolle reinkommen. Dass wir wieder hier das Spiel dominieren. Und das können wir nur machen, indem wir ihn dazu zwingen, das Tempo ein bisschen runterzufahren, so wie wir wollen. Super. 5-1. Quintero macht Carter fertig. Ein anderes Wort hat er einfach nicht. Ja. Ach komm, spiel ihn doch nicht die ganze Zeit zur Mitte, Mann. Ah, das ist unglaublich. Ich habe die ganze Zeit nach links und nach rechts gedrückt und trotzdem hat er ihn die ganze Zeit zur Mitte gespielt zu ihm. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Also ich meine, wir sind immer noch am Gewinnen, aber es ist halt wirklich unnötig jetzt gewesen. Dass wir da jetzt den Punkt verloren haben. Jetzt ziehen wir ihn nochmal ins Netz. So. Da ist der Punkt. Da ist der Punkt. Genau das wollte ich nämlich. Das wollte ich auch schon vorhin die ganze Zeit, aber irgendwie hat er es nicht gemacht. Ah, schade. Da wollte ich zu viel. Three.
Out. Sauber, 7-3, 7-3, Leute, wir sind kurz vor unserem zweiten Sieg und wir kommen weiter im Turnier. Das ist unglaublich, wie es gerade läuft. Ah, es wäre ein super Aufschlag gewesen, wenn er den getroffen hätte. Nein, warum habe ich nicht reagiert? Those are just gift points. Sauber, 8-4. Nein! Nein, verschenkter Punkt! Verschenkter Punkt, Leute! Amao Quintero ist außer Fassung, er glaubt es nicht. Komm schon. Wir wollen hier zum Matchpoint kommen. Jawoll! Jawoll! Ein super Matchpoint. Komm schon. Unser zweiter Sieg. Da ist er. Da ist er. Amao Quintero kommt weiter in seinem allerersten Turnier, dem Orca Open. Und vielleicht können wir jetzt auch nach dem Halbfinale ins Finale kommen. Ich hoffe es. Ich hoffe es auf jeden Fall. So, was haben wir da bekommen? Ultimative Abwehr. Wir haben aber, glaube ich, noch keine... wir haben, glaube ich, noch keine... Ach, wie heißt das nochmal? Dann verteilen wir auf jeden Fall die Punkte im Angriff. Genau, wir haben hier noch keine Fähigkeitsposition bekommen. Das heißt, wir können diese Karte eh jetzt nicht verwenden, außer wir tauschen sie aus durch den Angriff. Aber ich glaube, der Angriff ist jetzt gerade in diesem Turnier wichtiger als die Abwehr. Aber gut, das nächste Spiel ist gegen William Kelly, der Level 2 ist. Und wir steigen da auch direkt rein. Also bis jetzt ist gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen, obwohl wir die Karriere komplett von vorne angefangen haben und ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe von Tennis. Der hat sogar ein Basecap auf. Der ist ein ganz guter. Okay. Das fängt ja schon mal nicht gut an. Der ist tatsächlich gut. So, 1-1. Ach, gar nicht mal so easy gerade. Muss ich ehrlich sagen. Also der ist schon ein bisschen besser als der von vorhin. Also gut, dass es draußen war, weil ich wäre da nicht rangekommen. Ja. He's really hitting every corner of the court. Also diese Schläge sind wirklich fies. Richtig, richtig fies. Also die sind auch sehr schwierig zu bekommen, weil der Charakter sehr spät immer reagiert. Super, 3-2 für Amao Quintero. Ich weiß übrigens gar nicht, warum beim warum bei dieser Version der Spiellänge der tatsächlich immer auf so normale Punkte macht und nicht auf normale Tennispunkte. Ich meine, ein Match ist ein Match. 4-2. Sauberer Schlag, sauberer Schlag. Was für ein Schlag. Wow. 5-2.
Der hat mir richtig gefallen in deiner Linie. Das muss ich zugeben. So, ich muss mal ein bisschen nach hinten laufen, genau deswegen. Boah, der spielt jetzt richtig gut über alle Kanten. Sauber. 6-2. 6-2. Wir haben jetzt endlich den Kelly richtig in die Enge getrieben. Und jetzt müssen wir nur noch den Titel bringen. Wow. Den habe ich nicht mal gesehen. Also es war reiner Instinkt, wie ich da reagiert habe. Sauber. Sauberer Punkt. Sauberer Punkt. Richtig gut verdient. Richtig, richtig gut verdient. 7-2. Out. 8-2. So, höchste Konzentration. Wir wollen ins Finale. Schade. Out. A backhand that goes way wide. 9-2. Matchball, Leute. Ein Punkt und wir sind im Finale. Ich hab keine Ahnung, wie ich den Aufschlag gerade bekommen habe, um ehrlich zu sein. Nein, warum denn in die Mitte? Das verstehe ich wirklich nicht. Out. Jawohl, jawohl, da ist der Sieg. Der Kelly macht einen Fehler und wir sind im Finale, Ladies and Gentlemen. Finale. Oh. So, mal gucken, was wir dafür bekommen. Ordentlich Erfahrungspunkte auf jeden Fall. Wir bekommen einen weiteren Archipunkt, einen Taktiken. Nee, doch. Taktikenplatz, Fähigkeitenplatz und eine Trainerin. Und das holen wir uns jetzt auf jeden Fall vor dem Finale. Weil dann können wir nämlich unserer Trainerin auch Erfahrung geben. Ich finde es übrigens ziemlich doof, das um diese ganzen Punkte und so zu machen, man aus dem Ganzen rausgehen muss. So, passiv. Deine Kraft wird um 2% erhöht. Das ist doch meine Trainerin, die ich mag. Ich überlege gerade, ob wir einen Punkt jetzt hier reinmachen sollen. Oder in Surf und Volleys. Ja, bis auf Kontrolle und Spins haben wir dann eigentlich alles. Was gibt uns denn Kontrolle? Kontrolle kriegen wir hier plus 1. Bei Abwehr kriegen wir plus 3 Kontrolle. Ja, dann machen wir mal den Punkt bei Abwehr rein. Holen uns auch direkt hier nämlich die nächste Karte. Unsere absolute Abwehr hier. Und dann sind wir auch, glaube ich, ziemlich gut vorbereitet für unser Turnierfinale. After putting up some amazing performances throughout the week, the two best are taking to the court to play the final. It should be fantastic. Oh, schade. Ey, ganz ehrlich, der eine Schlag war schon ziemlich gut. Wow. Spielt er denn zum Netz, Mann? Du
Du sollst nach da spielen. Unglaublich. Der hat die ganze Zeit in die Mitte gespielt. 2-0. Endlich. Da haben wir unseren ersten Punkt. Wir müssen aber noch aufholen. Das ist ziemlich schwierig gerade. Muss ich ehrlich zugeben. Also, die Steuerung verhält sich natürlich mal wieder, wie sie will. Und das macht das richtig schwierig. Also, komm schon. Ich glaub das nicht. Oh, wir verlieren hier tatsächlich. Also jetzt gerade sind wir am Verlieren. Und hauptsächlich eigentlich nur wegen der Steuerung. Aber gut. Ich versuche mein Bestes. Ich versuche mein Bestes, Ladies and Gents. Sauber. Sauber. Wir kommen vielleicht zurück. Mal gucken. Sauber. Sauber auf den Aufschlag reagiert. Also ich muss sagen, von der Kontrolle und der Abwehr merke ich jetzt nicht wirklich viel. Ich glaube, vielleicht wäre der eine Punkt in Angriff doch nicht so schlecht gewesen. Ich dachte, der landet noch drinnen. Oh mein Gott, war das knapp. Nein! Macht aber auch kaum Fehler, ne? Out. Puh. 4-4, wir haben aufgeholt. Jetzt müssen wir nur noch in die Führung gehen. Und vielleicht, wenn wir ganz, ganz, ganz viel Glück haben, gewinnen wir auch hier unser erstes Turnier. Ey, das wäre so cool. Out. Da ist auch die Führung. Da ist auch die Führung. Jetzt müssen wir die nur noch behalten. Sauber. Sauber. Jetzt haben wir auch eine ordentliche Führung von 2 Punkten. 6-4. So, noch einen weiteren Aufschlag von ihm. Out. Ach, guck mal, jetzt macht er viel, viel mehr Fehler. 4. Sauber! Sauberer Punkt! Sauberer Punkt! Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich den da noch kriege, ey. Wow. Das war super. Das war wirklich super. Kommt schon noch 2 Punkte. Out.
This is no time to hesitate. So, Leute, wir sind ein Punkt, nur noch ein Punkt vor unserem ersten Sieg in einem Turnier. Move. He's too static. 9-6. Jawohl, da ist er, unser erster Turniersieg, der erste Turniersieg für Amado Quintero. Unglaublich, dass wir es geschafft haben. Ich bin Pixelriegel, ich danke euch fürs Zugucken. Hey Leute, subscribed, kommentiert, liked, supportet den Channel, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Bis dann und zum nächsten Mal.